Pfaffenhofen wird Ihnen präsentiert von der Le Jeune Akademie München. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute freue ich mich auf einen Gast, der Journalist oder die Journalistin ist, Äthiopien-Expertin, Society-Frau, Lebenskünstlerin und vieles mehr. Die lässt sich nur schwer beschreiben. Eigentlich habe ich das Gefühl, dass sie mindestens schon 7 Leben gelebt hat. Und ich begrüße ganz herzlich Beate Wedekind. Hallo. Ja, hallo lieber Jörg, das ist ja mal eine Einführung, du. Aber 7 Leben stimmt, ich bin 70. 7 mal 10 Jahre. Beate, ich habe dich als mein Gast angekündigt. Hättest du es lieber gehabt, wenn ich dich als meine Gästin eingeführt hätte? Oh, jetzt fängst du ausgerechnet mit diesem blöden Thema an. Nee, ich bin ein Gast und ich gendere mein Leben lang schon, indem ich sage, liebe Freundinnen und liebe Freunde, aber wenn es ein Wort gibt wie Gast, was eine Kategorie ist, dann belasse ich das natürlich bei der Kategorie. Ja, man fragt sich dann natürlich, muss man frauenbewegt oder feministisch sein, wenn man das Beste für Frauen erreichen will? Nee, man muss schlicht und einfach emanzipiert sein und seine Emanzipation auch ausleben. Also auch der Umgebung ein ganz klares Signal geben, dass man gleichberechtigt ist. Und dann entfällt das andere total, für mich jedenfalls. Okay. Ja, Beate, was ich an dir ja faszinierend finde, ist, wie du dich immer neu erfindest. Ja, also ich muss mal kurz sagen, du warst Stewardess bei der Condor, dann warst du Entwicklungshelferin Äthiopien, was du, glaube ich, auch immer noch bist, wenn ich da richtig informiert bin. Ja. Und hast erst mit 30 bist du in den Journalismus gegangen und hast da eine rasante Karriere hingelegt. Ich habe mir hier ein Zitat von dir aufgeschrieben, wo du sagst, finde ich sehr sympathisch, mein Leben als junge Frau war ein einziges Abenteuer. Ich war wandelbar wie ein Chamäleon, dabei völlig ohne Ehrgeiz, das musst du erklären, ungeduldig und nimmersatt. Tja, erstmal hast du meinen allerersten Beruf hast du vergessen. Ich bin nämlich mit 17 vom Gymnasium in Duisburg geflogen und habe 14 Tage später eine Banklehre bei der Deutschen Bank angefangen, weil mein Vater meinte, ich müsste erstmal was Ordentliches lernen. Und dann das mit dem Abenteuer ist tatsächlich so, mit dem Nicht-Ehrgeiz. Ich habe von 17 bis 24 habe ich immer nur das gemacht, was meinen Horizont erweitert hat, was mir Spaß gemacht hat. Ich habe einen wohlhabenden Freund gehabt, der ist mit mir viel gereist. Ich habe einen Sportwagen gefahren, ich habe einen R4 gefahren. Ich habe einfach nach meiner Neugier habe ich gelebt und bin so eben auch in Äthiopien gelandet, mit 24 immerhin, also erst. Was ja viele in dem Alter haben, ist so diese Zukunftsangst. Wenn ich also jetzt nicht irgendwie fest irgendwo anfange zu arbeiten und heirate und all diese Dinge mache, dann könnte das in meinem Leben hinterher schiefgehen. Kennst du diese Angst? Nee, aber meine Mutter kannte die sehr. Die hat mich täglich damit konfrontiert, hat mir Postkarten geschrieben zu allen möglichen Anlässen, die endeten immer so. Und wann heiratest du endlich und bezahlst du auch pünktlich deine Steuern? Ich selber habe das große Glück, angstfrei geboren worden zu sein. Und das habe ich auch mal in einem großen Interview mit einem Tennistrainer, Stefan Schaffelhuber in München, der hat ein Buch geschrieben über Ängste haben. Und da habe ich mich über 10 Seiten über Angstfreiheit ausgelassen. Und ich finde auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, den man entweder angeboren hat oder den man sich selber anlernen muss. Also Ängste zu haben, muss was Grauenvolles sein. Aber dieses sich immer neu erfinden, wie du es ja auch gemacht hast, wenn man sich deinen Lebenslauf anguckt, das ist ja auch was Anstrengendes. Wie anstrengend hast du das für dich empfunden? Gott sei Dank ist das sehr anstrengend. So bleibt man auf Trab und denkt nicht zu viel über die kleinen
wie nennt man das, Malaisen nach, die ich natürlich auch mit dem Alter bekommen habe. Aber ein anstrengendes Leben ist mit Sicherheit gesünder als ein nicht anstrengendes Leben. Und ich kann es mir gar nicht besser wünschen, als dass es anstrengend bleiben kann, also ich gesund bleibe. Ja, Gesundheit ist natürlich immer ein ganz wichtiger Faktor bei dieser ganzen Geschichte. Ja. Aber also wenn die Leute dich so sehen und dich beschreiben oder beziehungsweise dich selber beschreiben lassen, bist du dann eher so Aussteigerin oder Umsteigerin? Was passt für dich besser? Ich war eigentlich immer eine Aufsteigerin im Sinne von, dass ich irgendwo auf ein Boot aufgestiegen bin, was entweder heißt Karriere oder Abenteuer oder Äthiopien oder Berlin oder in den Bergen in Ibiza leben. Ich habe immer versucht, irgendwo aufzusteigen, aber nicht im Sinne von Karriere machen, sondern einfach die nächste Gelegenheit, die mir interessant scheint, darauf aufzusteigen. Und das Thema Aussteiger, inwieweit würdest du sagen, hat dich das betroffen? Das sagen andere von mir, aber ich eigentlich nicht, weil ich steige nirgendwo aus, sondern ich steige um. Ja. Und dann, also Übrigens, Entschuldigung, ich muss dich mal gerade unterbrechen. Wenn ich das so höre, was ich jetzt hier gerade sage, ich muss eine Eingangsstatement machen. Ich empfinde mich als absolut privilegiert in meinem Leben, dass ich so leben kann. Und ich weiß, dass ganz viele, auch die vielleicht jetzt zuhören, gar nicht die Gelegenheiten haben, so frei ihr eigenes Leben auszuleben, wie ich das tue. Aber ich bin mir sehr bewusst, dass das etwas ganz Besonderes ist. Ja. Nee, das ist nachvollziehbar und vor allen Dingen finde ich das ehrlich, ja, weil das ja von anderen dann, die ähnliche Chancen haben, in ihrem Leben so zu leben wie du, das dann aber nie so formulieren würden. Denn ich meine, wenn ich mir angucke, dass du dann in den Journalismus gegangen bist und dann dieses, ja, diese Chefredaktion von Elle übernommen hast, die ja eigentlich mit Modetrends, Beauty-Tipps und Lifestyle so vollgepropft ist, hätte ich jetzt auch eigentlich, wenn ich mir deine Lebenslaufbahn so anschaue, erstmal nicht mit dir verbunden. Was hat dich daran fasziniert? Das war eben wieder ganz was Neues. Ich bin, glaube ich, die unmodischste Modechefredakteurin der Welt. Ich gebe einen Shit auf, wie ich mich kleide, aber irgendwie passt das immer zu mir. Aber ist nicht modisch. Und das fand ich damals besonders reizvoll, in diese Welt des sich Schönmachens aus bestimmten Gründen, also weil ich jung bin und mich noch nicht gefunden habe. Das fand ich schon sehr interessant. Aber noch interessanter fand ich vorher meine 5 Jahre, die ich als Reporterin um die Welt fliegen konnte für die Bunte, also als Society-Reporterin in eine vollkommen absurde Welt eintauchen zu können. Das war schon alles ganz klasse. Aber ich meine, da gewöhnt man sich ja dann auch relativ schnell dran, wenn man in dieser Welt, in diese Welt eintaucht. Und da gehört ja auch eine gewisse Kraft dazu, dass man versteht, dass man eigentlich gar nicht so richtig dazugehört, sondern eigentlich nur Beobachterin ist. Ja, aber du bist doch auch ein Reporter gewesen, oder? Ja, Also klar. Reporter sind doch eine ganz bestimmte Art von Menschen. Ich habe nie dazugehören wollen. Ich habe immer ein Blöckchen in der Hand gehabt, damals, als es noch keine iPhones gab. Ich Ja. war immer zu erkennen als die Reporterin von Bunte. Und da habe ich auch ganz großen Wert drauf gelegt. Und ich habe auch Wert darauf gelegt, dass ich immer Partys verlassen habe vor Mitternacht. Bevor alle besoffen waren oder bekokst waren, das wollte ich alles gar nicht miterleben, weil das ist zwar ganz nett zu erfahren, dass es sowas gibt, aber mit dabei sein wollte ich nie. Ja, na vor allen Dingen, ich meine, du hast ja auch bei der Bunten warst du ja, und das finde ich besonders interessant, die erste Chefredakteurin. Ja, da musst du dich Ja. auch erstmal, also dieses leidige Thema als Frau durchsetzen, was immer wieder erwähnt werden muss, weil es also zu deiner Zeit, als du das gewesen bist, ja etwas ganz Besonderes war. Konntest du dich da in der Männerwelt gleich behaupten oder welche Klischees greifen da? Also die Männer mussten sich an mich gewöhnen. Ich musste mich nicht an die Männer gewöhnen. Also aber da komme ich noch mal zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe mich immer kollegial und emanzipiert verhalten, so dass ich bei mir, aber wirklich nur bei mir als Person,
ich glaube, für viele Männer auch gar nicht die Frage gestellt hat. Es gab dann ein, zwei, denen ich auch zu verdanken habe, dass meine Karriere dann irgendwann zu Ende war, weil denen das doch ein bisschen zu viel geworden ist. Aber ich glaube, die hätten auch einen Mann rausgeschasst. Aber ich habe damit wenig Probleme gehabt, außer dass es natürlich schon sehr angenehm war, sag mal, Beachtung zu finden, dadurch, dass es ein Job war, den vorher nie eine Frau gemacht hat. Aber das fand ich, das hat meine Eitelkeit, hat das ganz gut getan. Ja, klar. Nee, aber ich meine, dann hast du doch Mobbing erlebt zum Schluss. Ja, klar, zum Schluss. Einmal und das war's, und da spreche ich auch nicht drüber. Außer in meiner Biografie. Ah, und an der arbeitest du? Ich habe sie gerade fertiggestellt. Ich war Oh, ja. gerade. Ja, wann sie erscheint, das kommt dann darauf an, was der Verlag jetzt dazu sagt. Ja. Aber ich nehme an, sag mal, spätestens im Sommer 2022. Sie Und sollte aber schon vor 10 Jahren erscheinen. dann nennst du Ross und Reiter. Dann nenne ich Ross und Reiter, aber die Dinge, wo ich denke, dass ich Leute da doch sehr auf den Schlips treten würde, die habe ich in Kurzromanform geschrieben. Also immer, wenn irgendwas Schraffiertes kommt, was in Versalien geschriebenes kommt, dann schreibe ich drüber: Achtung, der Roman des Lebens. Und dann kommen so 10 Seiten, wo ich so ein bisschen Ah ja. Butter bei die Fische gebe, aber keine Namen nenne. Ja, das ist interessant, wenn jemand gerade in der Medienbranche sozusagen einen Rückblick formuliert und dann eben doch Menschen mit ihren Taten konfrontiert werden, die sie vielleicht nicht hätten tun sollen. Aber ich konfrontiere mich auch schonungslos mit mir selbst. Und deswegen hat das Schreiben dieses Buches so lange gedauert. Ich habe am Anfang, habe ich schlicht und einfach wie eine Reporterin über ein Leben geschrieben. Und dann hat das eine Freundin von mir gelesen und hat gesagt: Hör mal, wo sind denn eigentlich deine Gefühle? Und bin ich so in Richtung Kurzmaler gegangen, dass es mir dann schon wieder zu viel war. Und jetzt habe ich da verschiedene Stilmöglichkeiten ausprobiert, aber seit Jahren. Und jetzt habe ich gesagt: So, das war's. So geht das jetzt an den Verlag. Spannend, spannend. Du hast ja dann auch viele Dinge produziert. Also ich nenne nur mal so ein paar, die Goldene Kamera, Bambi-Verleihung, Herz für Kinder. Da bist du ja nun laufend auch mit Prominenten zusammengekommen, die du ja eigentlich, denen du sagen musstest auch, wie sie wann was zu tun haben. Wie kompliziert war das, sich mit diesen, ich sage mal, Stars und Superstars sich auseinandersetzen zu müssen? Also erstmal habe ich immer super, super tolle Teams hinter der Kamera gehabt. Also ohne ein gutes Produktionsteam, eine gute Redaktion, wäre ich da verloren gewesen. Ich konnte mich reduzieren auf das, dass ich mich darum gekümmert habe, dass diese prominenten Gäste sich in ihrer Haut wohlfühlen, dass sie wissen, wie der Ablauf ist, also dass sie einfach sich nicht fremd fühlen bei solchen großen Veranstaltungen. Und du hast ja gesagt, was ich da produziert habe. Also mein Gott, du, wenn Dustin Hoffman kommt zur Goldenen Kamera oder wenn eine Jane Fonda kommt oder wenn eine Iris Berben zum ersten Mal ein Bambi bekommt, die Leute sind einfach super gut drauf. Und die sind mindestens so nervös wie so eine Produzentin. Also das war schon klasse. Moderiert hat ja vor allen Dingen auch die Goldene Kamera der Thomas Gottschalk immer mal wieder, ne? Mit Ja. dem du dann auch zusammengearbeitet hast. Ja, viele Jahre. Ja, und wie ging das? Also wie muss man sich das vorstellen, dass da ja auch einer ist, der meint oder der vielleicht auch wirklich immer weiß, wie er am besten rüberkommt und wie war das dann immer mit deinen Ideen zu verbinden? Das ging eigentlich einigermaßen gut, weil nämlich auch er ein gutes Team hatte und er sich von Wedekind nichts sagen lassen musste, sondern dann von einem seiner Mitarbeiter. Aber er hat einfach kein Drehbuch akzeptiert und er hat Namen vergessen, aber er war ein guter Entertainer und deswegen hat das besser geklappt als mit Moderatoren, die sich streng an Teleprompter oder Texte gehalten haben. Und wenn er Namen nicht richtig ausgesprochen hat, dann hat schon irgendjemand das so laut korrigiert, dass derjenige, um den es ging, das nicht übel genommen hat.
Ja. Was würdest du sagen von den Leuten, also hast du Dustin Hoffmann erwähnt und Jane Fonda, wer hat dich da so wirklich fasziniert? Eine bleibende Erinnerung? Tja, das ist jetzt schwierig zu sagen, aber eine meiner liebsten und warmherzigsten Gäste, die ich jemals in einer Fernsehsendung hatte, war die Königin Silvia von Schweden beim Herz für Kinder, als sie das Goldene Herz für Kinder überreicht bekommen hatte. Die Frau ist ja mit allen Wassern gewaschen, was Öffentlichkeit angeht, und die war zutiefst gerührt. Und das, was sie macht, ist auch sehr wichtig. Und der Auftritt, der in meinem Gedächtnis bis zum letzten Sekunde drin ist, ist der letzte Auftritt von Karl-Heinz Böhm, mit dem ich ja seit vielen, vielen Jahren befreundet war und gearbeitet habe, kurz vor seinem 80. Geburtstag in einer Fernsehshow, die ich selber produziert habe, Ein Herz für Afrika. Das war schon sehr ergreifend, wie jemand, der schon anfing, wie soll ich das sagen, eine Demenz zu zeigen, wie er, wenn er das Rotlicht der Kamera gesehen hat, eben ein Star von Geburt an, wie er sich da hat ganz anders konzentrieren können und wie emotional er geworden ist, wenn er gemerkt hat, dass er jetzt über das Rotlicht der Kamera zur Öffentlichkeit spricht. Du meinst Vergesst jetzt den Karl-Heinz Böhm, ne? Karl-Heinz Böhm, ja. Karl-Heinz Der Böhm. sich auch an nichts gehalten hat, der hat einfach eine Viertelstunde geredet anstatt 5 Minuten, aber wunderbar, alles wunderbar. Da wurde dann auch, wurde da nicht auch eine Wette gemacht bei dieser Einsendung, wo dann gesammelt wurde für Äthiopien? Das war 1981 bei der dritten Sendung überhaupt von Wetten, dass Frank Elsner, der große Frank Elsner. Und da hat der Karl-Heinz Böhm einfach außerhalb aller Wetten, der war ein ganz normaler Gast, hat er dann gewettet, dass nicht jeder Bundesbürger oder Schweizer oder Österreicher eine Mark an den jeweiligen Präsidenten schickt, zur Linderung einer Hungersnot von Kindern in Ostafrika. Und so ist er Stifter der Menschen für Menschen, Stiftung geworden. Ja. 81. Jetzt würde ich gerne 40 mal. Jahre. Ja, toll. Würde ich gerne mal hören, wie du das empfindest. Also du hast ja nun mit diesen vielen, ich sage mal, Stars gearbeitet. Ich erwähne nochmal Dustin Hoffmann, nochmal Jane Fonda und wie sie alle heißen, die ja wirkliche Stars gewesen sind oder noch sind. Ja? Und wenn du dann heute so hörst, Kampf der Reality-Stars, Promi Big Brother. Da findet doch eigentlich so eine Verschiebung des Promi-Begriffs statt. Wie erlebst du das? Die Verschiebung des Promi-Begriffs hat stattgefunden 1985 mit der Gründung der privaten Fernsehsender. Und zwar wurde da einfach der Bedarf nach Fernsehsendungen so immens groß, dass jeder Tölpel sich mit Formaten auslassen konnte. Und ich sage absichtlich Tölpel, weil manche Formate sind unerträglich in ihrer Menschenverachtung. Ich gucke das alles so lange, bis ich merke, da ist ein neues Format und das ist wieder derselbe Trick, wo es nur um Vergleiche, um Hass, um weiß nicht was, also einfach um Menschenverachtung geht. Und wo Menschen dazu motiviert werden, sich auf eine Art und Weise zu entblößen, nur damit sie eine Öffentlichkeit bekommen, finde ich zum Kotzen. Und das bringt auch niemanden weiter und schon gar nicht die jüngere Generation. Ich arbeite fast, dass wir zwei alten Säcke jetzt hier zusammensitzen, ist Danke. eine Ausnahme. Ich arbeite eigentlich hauptsächlich mit meiner Enkelgeneration zusammen. Und es macht mich richtig wütend, wenn ich auch manche Zeitungen lese, die dann diese Leute nochmal überhöhen. Sehr, sehr schade. Kurze Pause, gleich geht's weiter mit Van Hoven, präsentiert von der Le Jeune Akademie.
Motiviert geht es weiter mit Van Hoven, präsentiert von der Lejeune Akademie. Gerade als Frau, dieses, wenn man sich diese Sendung von der Heidi Klump anguckt, Germany Next Top Model. Das ist ja noch harmlos. Ja, schon, klar. Ja, mhm. Aber trotzdem wird er ja auch ein Frauenbild irgendwie gezeichnet, von dem also die meisten Mädchen eigentlich nur träumen können, wenn sie in diese Richtung träumen. Und das ist natürlich auch für viele junge Frauen sehr bedenklich, die also sich das als Vorbild nehmen. Heidi Klum, ist das jemand, die du eingeladen hättest in eine deiner großen TV-Produktionen? Die hat mir zu verdanken, dass sie überhaupt Fernsehmoderatorin geworden ist. Ich habe die 2000 zu den Laureus World Sports Award, da habe ich die Prominentenakquise gemacht. Ja. Habe ich gesagt, die Heidi Klum muss auf die Bühne. Und da hat sie einen Act gemacht, eine Co-Moderation und ist da auf den Geschmack gekommen. Aber Tatsache ist, dass eine Heidi Klum, die macht das, wie soll ich das sagen, die bedient die Eitelkeit. Ja. Und die, ich hätte auch gerne lange, schlanke Beine, schöne Knie und einen etwas schöneren Busen, als ich habe. Man muss dazu eben, zu diesem Frauenbild, muss man einfach ein Selbstbewusstsein mitgeben. Dann kannst du auch den äußeren schönen Schein mit einem Art von Humor präsentieren. Aber ich sage nicht, dass ich das gut finde, was Germany's Next Model macht, aber ich kenne ein paar von den Next Top Models, die Sarah Nuro oder die Barbara Mayer, das sind einfach superklasse Frauen. Und die haben ihre Karriere angefangen, indem sie bei Heidi ein Topmodel wurden. Ja. Also es gibt, das ist noch... Es gibt viel, viel schlimmere Reality. Ich meine dieses Reality-TV. Und fang jetzt nicht an, mich nach irgendeiner Sendung zu fragen. Nein. Bitte. Nein, mach ich nicht. Können wir das hier abbrechen? Aber ich finde es schon bezeichnend. Also klar, wir beide sind schon ein bisschen älter. Aber dass du eben so betonst, dass du dich mit jungen Leuten eben in erster Linie umgibst. Ja. Wie machst du das? Warum akzeptieren die dich? Was hast du denen anzubieten? Also erstens mal habe ich jede Menge Know-how angesammelt in meinem Leben und gehe großzügig mit dem Verschenken von Know-how um. Und auf der anderen Seite finde ich eben, dass man gerade junge Leute in ihrem Selbstbewusstsein stärken kann, indem man sie ernst nimmt. Und ich arbeite eben als Mentorin. Also als Mentorin hauptsächlich in Äthiopien mit jungen Unternehmerinnen und Unternehmern. Und hier in Deutschland habe ich schon immer, wenn ich jemanden gesucht habe für irgendein Projekt, habe ich immer erst geguckt, wer ist 23 und nicht, wer ist 43. Und ist, oder 53, 63, 73. Die sind sowieso. Und ich sage, und ich für mich selber, ich will halt auch was vom Leben haben. Und das heißt nicht, ich gucke in mein Alter, sondern ich gucke... Was machen die jungen Leute in der Zeit, wo ich bin 36 gewesen, da bin ich Chefredakteurin geworden. Also interessiere ich mich, wie kann man 36-Jährige fördern, dass sie noch einen Schritt machen? Oder ich gucke mir 24-Jährige an, als ich nach Äthiopien gegangen bin. Da haben alle gedacht, was ist denn mit der jetzt los? Warum haut die ab? Und das war einfach eine Erweiterung meines Weltbildes. Und deswegen gucke ich mir gerne, auch hier in Neukölln, wo ich wohne, sitze ich in der Shisha-Lounge auf der anderen Straßenseite und rede mit jungen Türken. Dass sie sich eben nicht einen auf den Deckel geben lassen, sondern dass die was anderes machen. Jetzt haben wir schon mehrmals Äthiopien erwähnt. Ja. Und jetzt, was macht eine Frau, die, Ibiza kann man noch nachvollziehen, da lebst du ja auch hin und wieder. Und eben auch in Berlin, aber Addis Abeba, das ist nun eine komplett andere Welt. Was zieht dich dahin? Was fasziniert dich da? Genau, weil es eine komplett andere Welt ist, in der ich mich aber genauso zurechtfinden kann wie hier oder wie in Berlin oder wie in den Bergen von Ibiza. Es kommt wirklich darauf an, wie man etwas empfängt und in sich aufnimmt. Und
als ich eben mit 24 nach Addis Abeba kam, habe ich es kaum fassen können, was für eine unglaublich moderne, interessante Stadt das ist, weil die African Union dort sitzt, so wie Brüssel, aber alles ist 10-mal moderner als Brüssel, Europäische Union. Und es ist einfach andere Musik zu hören, andere Gerüche zu haben, andere Menschen einfach zu sehen und mit denen sprechen zu können, also Englisch. Ich spreche leider die Landessprache nicht so gut. Das ist schon eine, ich sag's nochmal, eine Horizonterweiterung, die ich jedem nur wünschen kann, dass er das, was man gemeinhin als exotisch empfindet, als einen Alltag kennenlernt. Wirst du als Europäerin da als eine Exotin wahrgenommen? Naja, die kennen mich mittlerweile da in meinem Viertel, wo ich lebe. Die kennen mich so gut, dass sie mich schon gar nicht mehr wahrnehmen, was natürlich sehr angenehm ist. Und es ist auch ein großer Vorteil, in Ländern wie Äthiopien eine bestimmte Seniority zu haben. Da ist einfach ein Respekt vor der älteren Generation. Hier in Deutschland gelte ich, oh, die Wedekind ist 70 geworden. In Äthiopien werde ich gefeiert, weil ich älter bin. Also das ist einfach, wie soll ich das sagen? Die Hautfarbe hat für mich sowieso nie eine Rolle gespielt. Also ich finde, man findet immer sehr schnell heraus, was der Charakter eines Menschen ist, wenn man einfach das äußere Erscheinungsbild außen vor lässt. Erlebst du das aber auch andersrum? Also, dass also die Hautfarbe für dich keine Rolle spielt, aber dass sie in Äthiopien dann doch vielleicht für die dort Lebenden eine Rolle spielt? Ja, auf dem Lande schon. Also ich bin ja mit Karl-Heinz Böhm durch ganz Äthiopien gereist, jahrelang im Grunde genommen. Und wenn ich da, damals hatte ich blond gesträhnte Haare, heute ist es echt grau, wenn ich da in irgendein Dorf kam, den Karl-Heinz Böhm kannten sie, aber so eine blonde Frau, wie oft ich da angefasst worden bin, das aber mit einem Lachen oder oh, so, das fand ich einfach super. Und habe dann eben einfach auch, wie soll ich das sagen, hab Kinder in den Arm genommen und Frauen habe ich auf den Hintern geklopft, wenn die mir auf den Hintern geklopft haben. Ja. Hast du das Gefühl, also das habe ich Ist aber durch. alles naiv, ne? Ist alles sehr naiv, weil ich das einfach auf mich zulasse, weil ich keine Hemmung habe. Ich bin hemmungslos. Ja. Ja. Hast du das Gefühl, also wenn du sagst, dass du also in Äthiopien als ältere Person sehr viel mehr geschätzt wirst, dass du das hier in Deutschland anders erlebst? Ja, eindeutig. Also ganz eindeutig. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich fange jetzt gerade ein ganz neues, tolles Projekt an zwischen Äthiopien und Deutschland. Wenn ich das so aufgezogen hätte als einen Job hier in Deutschland, hätte ich das überhaupt nie gekriegt mit meinem Alter. Also ich bin eine Rentnerin und eine Rentnerin soll gefälligst auch den Jüngeren keinen Arbeitsplatz wegnehmen. Tue ich aber gar nicht, weil das ein eigenes Projekt von mir ist. Also ich Arbeitsplätze schaffe. Ja, also du machst ja nun überhaupt nicht den Eindruck, als würdest du da irgendwie im Schaukelstuhl jetzt sitzen und ja, genau, ich fange auch schon leicht an zu Ja, lippen und so in den Tag hineinleben. Du bist ja noch irgendwie voller Energie. Das merkt man ja alleine, dass du sagst, also wir haben ja nun schon in den letzten Tagen oder Wochen schon öfter miteinander kommuniziert. Dann bist du plötzlich in Ibiza, dann bist du plötzlich in Addis Abeba. Was treibt dich? Was ist das, was dich da immer noch so ja, voller Energie agieren lässt? also es gibt ein Wort, das ich eine unglaubliche als Qualität empfinde. Unruhe. Ja. Also ich, und das habe ich gelernt, das Wort von Peter Schamoni, einem Filmregisseur, der mit Max Ernst gearbeitet hat, mit dem Maler. Und der hat mir die Unruhe des Max Ernst erklärt. Also dass man ein Leben nur gestalten kann, wenn man es wirklich gestaltet in einer Neugier, und der hat das mit Farben gemacht, ich versuche das mit Worten. Und die Unruhe, wenn mir die mal abhanden kommt, ich glaube dann, keine Ahnung, dann bring mich um. Nein. Nein, bitte nicht, bitte Nein. nicht. Aber du bist ja nie verheiratet gewesen. Nee. Ist das etwas, was du persönlich irgendwie vermisst? Was soll ich jetzt sagen? Ich habe immer
sehr interessante Geliebte gehabt, gelegentlich auch Lebensgefährten, aber schon lange habe ich nicht mehr jemanden an meiner Seite, den ich Lebensgefährten nennen würde. Ich habe sehr gute männliche Freunde und weibliche Freundinnen. Aber ja, mit dem Älterwerden habe ich gedacht, ach, wäre doch eigentlich ganz schön, wenn jetzt du nicht mit fremden 23-Jährigen was zu tun hast, sondern mit deinen Enkeln. Also ich habe mehr bedauert, dass ich nicht eine eigene Familie gegründet habe, als den Akt des Verheiratetseins. Mir hat ein einziges Mal hat mir ein Mann einen Heiratsantrag gemacht und ich habe den ausgelacht. Der konnte es einfach nicht fassen, warum ich da so lache. Er hatte eine Riesenkarriere, ich hatte da gerade eine Riesenkarriere bei Burda. Und da habe ich gesagt, wie kommt der dazu, mir einen Heiratsantrag zu machen? Als ob ich jetzt heiraten würde. Hat der mir aber verziehen und er 20 Jahre später hat er eine andere gefunden. Also alles für ihn, alles in Ordnung. Und ja, ich bedauere es nicht, aber ich hätte es auch zulassen können, sagen wir mal so. Aber es hat nicht passiert. Bist Ja, du verheiratet? ich bin Ja, verheiratet. oh, jetzt muss aber bitte ein bisschen freudiger Ja Bin sagen. ich total. Ich kann dir Okay. jetzt eine halbe oder eine Stunde von meinen drei Töchtern vorschwärmen. Also das, Ah, okay, alles gut. da weiß ich schon, was du vielleicht vermissen könntest. Aber kann es nicht auch sein, dass dieser typische starke Fraueneffekt auch eingesetzt hat bei den Männern? Hast du das mal hinterfragt, dass die sagen, oh wow, das ist so eine, die so stark ist, der möchte ich mich nicht unterwerfen? Der hätte sich oder die hätten sich nicht unterwerfen müssen, weil die alle stärker waren als ich. Also ich habe ehrlich gesagt, ich hatte immer das große Glück, die Männer, mit denen ich ja eine Verbindung eingegangen bin und die mir eine Verbindung eingegangen sind, dass die, also entschuldige bitte alle Feministinnen, die jetzt zugucken, ich gucke schon gerne auch mal zu einem Mann auf, wenn er es wert ist. Eindeutig. Ja, also das ist eine gleichberechtigte Partnerschaft, Ja. mindestens. Also das ist, Mindestens. ja. Aber trotzdem, also ich meine, du hast dein Alter jetzt schon ein paar Mal erwähnt in der Sendung, ohne dass ich das machen musste. Aber trotzdem scheinst, also was heißt trotzdem? Du scheinst dich in deinem Hier und Jetzt wohlzufühlen. Ich frage sogar Taxifahrer, hören Sie mal, wie alt schätzen Sie mich? Und wenn dann einer sagt 70, dann sage ich aussteigen. Und wenn einer sagt 65, sage ich, und dann sagt er, ja, ich hätte auch 63 sagen können. Also wie soll ich das sagen? Für mich ist das, was war deine Frage? Nein, dass du dich mit deinem Alter pudelwohl fühlst. Also, dass du Ja, dann. ich fühle mich wohl, weil ich knock on wood, weil ich gesund bin und weil meine Birne auch noch einigermaßen mitmacht. Aber ich finde ich glaube, ich wäre nicht eine so glücklich 70-Jährige, wenn ich nicht diese vielen Veränderungen erlebt hätte. Und ehrlich, meine Karriere, die Chefredakteurin-Karriere, am Ende war ich ja Chefredakteurin von 5 Magazinen auf einmal, inklusive Bunte. Das war eben, wenn ich das alles nicht gehabt hätte, wäre ich heute nicht so glücklich mit meinem jetzigen Zustand, nicht mehr mich an Karriere oder Hierarchien messen zu müssen. So nach dem Motto, ich habe das eh alles schon erreicht und Ja, ehrlich, ist ja. so. Ja. Aber war das an dem Punkt dann eben auch so ein bisschen zu viel, wenn du sagst, also 5 Chefredakteure zur gleichen Zeit? Wie hatte ich das auch körperlich und seelisch gefordert? Also erstmal hatte ich einen Chef, Dr. Hubert Burda, der sich selber auch immer sehr gefordert hat. Und wenn der mich gefragt hat, sagen Sie mal, Beate, können Sie das Heft nicht auch mal relaunchen oder übernehmen, dann habe ich schlicht und einfach ja gesagt. Also ich konnte, wenn eine neue Aufgabe kam, konnte ich dann nicht sagen, ja, aber dann möchte ich das und das nicht mehr machen. Dann waren es eben 5 Zeitschriften und Bambi noch dazu. Aber es ist einfach so, dass am Ende 94 war es dann tatsächlich so, wo aber dieses Mobbing mit dazugekommen ist, dass ich das hatte, was man heute einen Burnout nennen würde. Hieß aber damals vegetative, frag mich nicht was, irgendwas Vegetatives. Und Mobbing hieß am Stuhlrücken. Also diese Begriffe gab es 94 noch gar nicht. Und dann habe ich aber für mich den Entschluss gefasst, ich steige da jetzt aus.
habe noch einen Versuch gemacht in Hamburg, kam ich aber nicht zurecht. Nicht mit der mit Gala oder mit dem Gunnar-Jahr-Verlag, sondern mit der Stadt Hamburg und der Mentalität. Das war nicht so mein Ding. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und dann habe ich einfach als Fernsehproduzentin Goldene Kammerherz für Kinder und sowas Bücher schreiben. Ich habe 8 Bücher geschrieben und bin viel gereist und war eben dann auch wieder richtig in Äthiopien unterwegs. Da habe ich mir einfach ein neues selbstständiges Leben erschaffen. Aber schon, das ist ein anderes Risiko, als eine hochbezahlte Chefredakteurin zu sein. Das kann ich auch sagen. Hat dir denn wenigstens Hubert Burda für jede Zeitung ein höheres Gehalt dann gegeben? Ist ja ein Unterschied, wenn man 5 Zeitungen macht oder nur eine. Ich kann mich über das Gehalt, das ich bei Burda hatte, nicht beschweren. Eindeutig nicht. Und über den Verleger auch überhaupt nicht. Bestes Verleger von Welt. Das ist doch schön, wenn man das also so sagen kann. Und na gut, also ich meine, die goldene Kamera war Springer. Springer, ja. Genau, und Bambi ist Burda. Und Ja, genau. das haben sie dir dann sozusagen aber auch im Nachhinein dann gegeben. Ne? Was? Also die Bambi. Nee, Bambi habe ich von 85 bis 94 gemacht, also während der ganzen Chefredakteurinnenzeit. Aber Goldene Kamera habe ich dann von Springer. Habe ich, heute müsste man sowas pitchen. Ich bin gefragt worden, immer, du hast so Bambi gemacht, hast du nicht Lust, die Goldene Kamera zu machen? Da habe ich nur, da hab ich nur gestrahlt, 97 war das, und habe das 10 Jahre lang gemacht. Mehrere Chefredakteure erlebt, von Hör zu war das damals. Mehrere Vorstandsvorsitzende erlebt und muss sagen, Matthias Döpfner war der letzte, den ich da erlebt habe, war der beste. Und es war einfach so, dass das eine tolle Aufgabe war. Aber, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt für mich auch noch, ich habe dabei auch festgestellt, dass ich bei Bambi war ich die Cheforganisatorin. Bei der Goldenen Kamera war ich eine Unternehmerin, die auch die Etatverantwortung hatte und die tatsächlich, sag mal, am Ende auch diejenige war, die für Erfolg und Nichterfolg gerade zu stehen hatte. Gott sei Dank war es erfolgreich. Aber ich habe nicht das Unternehmergehen. Also ich bin eine Projektleiterin und ich bin eine gute angestellte Chefin, aber so richtig eigenverantwortliche Unternehmerin zu sein, habe ich auch erlebt, dass das nicht so gut ist für mich. So mit Abrechnung und Ja, Budget. Abrechnung sowieso, aber ich hatte dann einen guten Buchhalter, ich hatte auch schlechte Buchhalter, aber nee, überhaupt Risiko für Arbeitsplätze zu übernehmen. Also richtig das eigene Risiko einzugehen. Ich habe dann meine Firma, die ich hatte, die GmbH, da hatte ich maximal 12 Angestellte, hätte aber eigentlich auch mal 40 oder 50 machen können, es vergrößern können, das habe ich mich einfach nicht getraut. Ja, aber du kannst schlecht Nein sagen, wenn also Projekte an dich herangetragen werden. Und wenn du Außer beim Heiratsantrag. Nee, ich kann schlecht Nein sagen, aber das war eigentlich, das ist jetzt ein bisschen anders. Also ich weiß schon, mit meinen Kräften besser umzugehen. Und wenn ich gefragt werde, kannst du mal schnell mir diese Pressekonferenz vorbereiten, dann sage ich auch nein, weil ich gerade einfach zu viel anderes zu tun habe. Aber das ist doch schön. Also ich meine, du bist also nicht unterfordert bei all deiner Nein. Lebenskraft, die du hast. Nein. Und ich muss auch noch was zum Heiraten sagen. Ich habe eine Wahrsagerin, Gabriele Hoffmann aus Berlin, die hat mir 1985, hat die mir vorausgesagt, ich könnte tun und lassen, was ich wollte. Ich wäre immer verliebt, aber mit dem Heiraten würde es nichts. Erst mit 70 käme derjenige, den ich Hallo. auch gerne heiraten würde. Tja, bisher ist er nicht gekommen. Ich habe noch heute ist, was haben wir heute? Oktober, im April werde ich 71. Also von jetzt bis zum 13. April müsste noch jemand kommen. Sie hat mir andere Sachen vorher gesagt, die eingetreten sind. Aber wie du siehst, ich Wie lasse kann er sich denn bei dir bewerben? mal. Ich bin auf Facebook. Man kann mich einfach anrufen. Also meine Telefonnummer ist bekannt. Und wenn das ein sympathisches Gespräch ist, dann lerne ich auch mal, treffe ich auch mal jemanden. Blind Date mache ich schon. Aber ob das dann was wird, das Das weiß man entscheide ich nie. dann Nee, aber doch. ich, da bist du auch da voll im Trend. Also die Digitalisierung, geht an dir nicht vorbei, wie ich feststelle. Nee, die ist leider bin ich, ich bin
Ich bin Facebook nicht süchtig, aber ich bin schon jeden Tag da heftig unterwegs und habe Gruppen und habe meine persönliche Seite und falle leider auch gelegentlich auf politische Diskussionen rein, gerade jetzt im Moment, wo ich dann immer denke, mein Gott, Wedekind, warum tust du dir das an und diskutierst über Angela Merkel oder Armin Laschet? Also. Ja. Ja, aber ich muss feststellen, auf Facebook bist du sehr, sehr aktiv. Du musst ja immer überlegen, der Zuckermann, der kriegt von dir sozusagen kostenlosen Content, ne? Und zwar sehr schön. Du bist sehr mit Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen Bist du beschäftigt. mal. Ich fotografiere halt wahnsinnig gerne. Und das mit dem Content ist halt so, wenn man sich richtig anguckt, was ich an Content liefere, da sind keine Geheimnisse von mir persönlich dabei, da ist nichts, was mich, sag mal, über meine politische Einstellung hinaus angreifbar macht. Und ich verweigere mich dem auch, wie soll ich das sagen? Ich genieße keinen Datenschutz, weil ich in meinem Leben vom ersten Tag, als es das Internet gab, ich hatte das dritte BlackBerry in Deutschland. Also ich bin abgedeckt. Worldwide sind meine Daten bekannt, aber Du bist also komplett gläsern. ich bin schon gläsern, ja. Außer dass ich selten sage, was ich gerade wiege. Corona-Kilo, ich hatte ja Corona. Also. Du hattest Corona. Ich hatte Corona im letzten Sommer 2020. Ja. Ganz schwach, aber eine Riesenschweinerei. Mich hat jemand wirklich angesteckt, der sich mit mir getroffen hat und der nicht gesagt hat, dass er positiv, wusste, dass er positiv ist, zum Mittagessen. Und von dem haben nicht nur ich das an dem Mittagessenstisch aufgegabelt, sondern noch jemand anders. Und der findet sich auch in meiner Biografie wieder. Ja, also sowas ist unverantwortlich. Ja, und seitdem habe ich leider nicht mehr mich so gesund ernährt, sondern ich habe angefangen, wieder Schokoladencookies zu essen und so. Kenne ich. Aber habe es wieder im Griff. Und heute knock on wood, ich bin auch doppelt geimpft und ich bin 3G, ich bin wahrscheinlich 4G oder 5G. Ich bin sehr vorsichtig nach wie vor. Es war eine Lektion und eine positive, dass ich verschont geworden bin von ernsthaften Symptomen. Beate Wedekind, bleib Ja. um Himmels Willen gesund. Ah. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass du uns so ein bisschen durch dein Leben geführt hast, was ein sehr spannendes ist. Das ging ja schnell. Ja, ging schnell. Aber ich wünsche dir, dass es weiter spannend, aufregend, interessant und erfolgreich bleibt. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Herzlichen Dank für die gute Laune, die du verbreitest. Dankeschön. Dankeschön. Van Hoffen wurde Ihnen präsentiert von der Lyzen Akademie.